Die Weisheit des Herzens. Was ist es eigentlich? Was ist das und wie kriegen wir Zugang dazu? Zur Weisheit des Herzens. Und ich habe das Gefühl, dass es heute wichtiger ist denn je, diesen Zugang zu unserer inneren Weisheit, zu unserer Herzensweisheit oder auch Seelenweisheit zu bekommen. Denn wir werden alle, und das merken wir gerade ja alle extrem, sehr beeinflusst jeden Tag und wirklich bombardiert, zugeschüttet mit Informationen aus allen Richtungen. Aus allen Richtungen. Und es zieht sich hinein bis in unsere Gespräche, in unsere Begegnungen. Da fließen dann auch Informationen, die wir austauschen, die wir von woanders gehört haben, aufgeschnappt haben. Und das geht so den ganzen lieben langen Tag, ja, die Medien, sozialen Medien, Nachrichten, egal. Und mittlerweile ist eine Art und Weise, und das wissen wir, der Informationsflut entstanden, die es für uns Menschen ganz schwierig macht, a, diese Masse überhaupt zu verarbeiten und zu prozessieren, ja, und zum Zweiten herauszufiltern, was stimmt nicht, wenn man es so will, da sich natürlich die Informationen, die kommen, immer stärker dahingehend entpuppen, dass sie nicht mehr der reinen Informationsgebung dienen, also neutrale Information, Berichterstattung, sondern dass schon in dem, wer die Information weitergibt und mit welcher Agenda, mit welchem, von welchem Weltbild, von welcher Glaubensstruktur und mit welchen Absichten die Informationen weitergegeben werden. Ja, das ist da, was bedeutet, jede Information mittlerweile muss fast schon auseinandergepfriemelt werden in wo kommt die her, was möchte derjenige, warum möchte der das, wie komme ich da ins Spiel als Informationsempfänger, was könnte der von mir wollen als Informationsempfänger, als Reaktion auf diese Information. Also da ist ganz viel drin. Es geht nicht nur um, ich höre mir an, heute Nachmittag wird es regnen, Ende der Durchsage. So, sondern die Art und Weise, wie wir diese Informationen erhalten, ist mittlerweile total durchtränkt durch unterschiedliche Aspekte. Und es fällt uns Menschen zunehmend schwerer, auch bei dieser Fülle der Informationen, die zugänglich sind, herauszufiltern, welche wähle ich aktiv aus und welche nicht. Und was ist da eigentlich alles mit drin? Und was ist da an Wahrheitsgehalt mit drin? Und das ist ja wirklich ein großer Aspekt. Und es gibt Menschen, die vertreten die Haltung, es gibt gar keine Wahrheit, so, sondern jede Meinung ist eine Wahrheit. Und je nachdem, welche Meinung mir gefällt, die kann ich aussuchen. Ja. Natürlich stimmt es, dass jede Perspektive, die jemand hält, seiner eigenen Wahrheit entspricht und seine eigene Wahrheit reflektiert. Ja. Aber natürlich ist dann auch sinnvoll und wichtig für unser Erdenleben hier, dass wir uns auf einen gewissen Konsens einigen an, okay, wir leben jetzt im Jahr 2020, okay, wir haben jetzt gerade Dezember, ja, okay, heute ist der Himmel grau, solche Dinge, dass dann praktisch klar ist, dass man von einem generellen gleichen Weltbild ausgeht. Und was hat es jetzt mit unserer Weisheit des Herzens zu tun? Mit dieser Fülle an Informationen fällt es uns zunehmend schwerer, überhaupt rauszufinden, was stimmt denn nicht, was stimmt für mich nicht. Und solange wir versuchen, das mit unserem Verstand anzugehen,
vor allem in der heutigen Situation, kommen wir immer wieder an Grenzen, egal wie brillant unser Verstand auch denkt, dass er ist. Ja. Das heißt, den Wahrheitsgehalt von etwas, klar, das eine sind die rationalen Gründe, aber den wirklichen Wahrheitsgehalt von etwas kannst du woanders wahrnehmen. Und zwar, ich nenne es jetzt mal, in der Weisheit des Herzens, also in dir, ja, mit deiner Intuition, mit deiner Verbundenheit zu dem, zu der Energie, die da ist und die schwingt auch. Also du kriegst mit, ist etwas wahrheitshaltig oder nicht, aber das fühlst du. Solange du im Kopf bist, kannst du alle möglichen Dinge rationalisieren und für dich dann für wahr halten. Und mein Eindruck ist, dass ganz viele Menschen da sehr stark im Kopf sind und gar nicht darauf achten, was sie denn fühlen. Ja, sondern der Kopf und somit auch das Ego, ja, die Ich-Identifikation, sieht es als sinnvoll, hilfreich und als stärkend, was auch immer, ja, und nimmt das dann an, ohne zu checken, ja, was sagt denn meine innere Stimme? Und jetzt spreche ich die von euch an, die schon sehr verbunden sind mit ihrer inneren Stimme, ja, und den Aspekt daran oder darin, auf den es wirklich ankommt. Okay, wenn du dich fragst, soll ich das glauben oder jenes? Und du gehst hinein in dein Gefühl, oder soll ich dieses oder jenes annehmen oder umsetzen? Oder möchte ich diesem oder jenem folgen? Oder dieses oder jenes unterstützen? Dann geh in dich, verbinde dich mit dem Gefühl für dich. Wer bist du? Was bist du? Und mit dieser Verbindung zu dir, okay, ich bin ein ewiges Wesen, ich bin Energie, ich bin Liebe, Freude, Friede. In meinem Seelenkern, da wo ich herkomme, dann schaust du, was an dem, was ich gerade höre, entspricht dem. Oder was an dem, was ich gerade beobachte, entspricht dem. Rational kann ich vielleicht gute Gründe sehen, warum ich gut finde, dass der eine das und das und das und das macht und dann auch publik macht. Wenn ich das jetzt reinhole in mich und dann vergleiche, ist das im Einklang mit der Liebe? Ist das im Einklang mit Frieden? Ist das im Einklang mit Mitgefühl? Also ist das im Einklang mit Seelenenergie? Ist das im Einklang mit universeller Energie? Wenn da ein Nein kommt, dann horch auf. Egal wie viel tausende, Millionen Menschen etwas anderes behaupten oder sagen oder glauben, gleiche es ab mit dem, was in dir ist und nicht hier, denn da können wir uns alles Mögliche einreden. Hier. Und das wird deine Indikation sein, sozusagen dein Lügendetektor oder auch dein Wahrheitspendel, dein Wahrheitsfühler, ja, der dir helfen wird, der dein Kompass, der dir helfen kann, in dieser Flut an unterschiedlichen Strömungen und Informationen da deinen Weg zu finden, und zwar deinen Weg, für den du die Verantwortung übernehmen musst. Darfst, kannst, musst du eigentlich gar nicht. Ja, du kannst auch sagen, nö, ich wurde beeinflusst, weil so viele Leute dachten das auch und das hatte sich für mich stimmig angehört. Ja, deshalb habe ich so und so gehandelt, das und das gemacht und so weiter. Und vielleicht, wenn du drüben bist, ja, nach diesem Leben und stellst fest, das war wohl nix, ja, dann siehst du, wofür du die Verantwortung trägst oder wofür nicht, ja. Du musst sie nicht hier übernehmen, ja. Du darfst aber sie hier übernehmen, weil damit ersparst du dir vielleicht ganz viel Entwicklungsarbeit, wenn du drüben bist. Das bedeutet, dieses sich verlassen auf die Weisheit im Inneren ist die beste Garantie dafür, dass dein Weg stimmig verläuft.
und dass du richtig liegst in der Einschätzung. Und die einfachste Art und Weise, die ich kenne, und das ist jetzt sehr, sehr basic gehalten, ja, aber die einfachste Art und Weise, die ich kenne, um damit zu starten, ist es einfach abzugleichen mit, ist das im Einklang mit Liebe? Mit den unterschiedlichsten Aspekten der Liebe, ja, von Geduld und Mitgefühl und Wohlwollen und Unterstützung und was auch immer zur Liebe gehört, ja, ist das im Einklang damit oder ist es lieblos? Ja, ist es gegen Friede, gegen Liebe? So als erster Schritt und du fühlst das in dir. Und wie gesagt, du kannst dann auch sogar wahrnehmen, wenn du dazu bereit bist, rationale Gedanken, wie die sich entfalten, wenn du jetzt zum Beispiel auf rationaler Ebene gern einer gewissen Theorie folgen möchtest oder gewissen Informationen folgen möchtest und sagst, jawohl, da möchte ich dahinter stehen oder da stehe ich dahinter, das macht rational voll Sinn. Wenn du dann schaust, das reinnimmst und sagst, okay, ist das, was da gesagt wird, hat es irgendetwas Liebevolles an sich? Hat es irgendetwas, wie fühlt sich das an? Und dann kannst du sehen, wie da oben läuft die Ratio, ja, und da unten schwingt dieses Gefühl. Und erstmal ohne zu bewerten, hier zu bewerten, weil sonst tendierst du vielleicht gleich zu deiner Ratio, ohne zu bewerten, einfach diese zwei Ströme wahrzunehmen. Und dann zu realisieren, wer bist du? Und wenn du beides hier so wahrnehmen kannst, ja, beides beobachten kannst, dann bist du der Beobachter hier. Wenn du das beobachten kannst, dann bist du hier. Und auf dieser Ebene, jetzt sage ich mal deiner Seelenebene, wo du diese beiden Ströme beobachten kannst, kannst du dann weise auswählen. Ah, das läuft da gerade ab bei diesem Menschen, der ich bin, ja? Was ist jetzt stimmig? Was ist jetzt stimmig? Und sobald du auch da oben bist, bist du nicht mehr so gefangen in den ganzen Informationen, die da so auf dich zukommen, weil du dann die höhere Warte hast. Verstehst du? Und das erlebe ich immer wieder als sehr hilfreich im Ausloten, Auswählen, im Gefühl kriegen, wirklich im Gefühl dafür kriegen, was entspricht denn jetzt der Wahrheit. Dafür muss man aber auch, das ist wirklich noch ein Aspekt, sehr, sehr ehrlich mit sich sein, denn manche Dinge hätten wir gerne als Wahrheit, aber das ist dann Wunschdenken. Ja, und wir wissen auch, dass wenn wir ein Wunschdenken haben, dass wir oft die Dinge, die sich im Einklang mit diesem Wunschdenken befinden, dann innerlich befürworten. Ja, also ja, ich hätte das gerne so und alles, was sich da irgendwie in diese Richtung anfühlt, dem stimme ich zu. Und da muss man ehrlich mit sich sein, ist das jetzt ein Wunschdenken, das ich habe? Ich hätte das gern so, weil, ja, aber mein Gefühl sagt, langsam, hör mal hin. Und ist das wirklich so wichtig? Und auf was kommt es wirklich an? Und wer bist du in dem Ganzen? Wer bist du in dem Ganzen? Fühle dich und fühle deine Wahrheit. Und diese Wahrheit wird sich immer gut anfühlen, wenn sie im Einklang mit deinem Kern ist, mit deiner Essenz von bedingungsloser Liebe. Und somit wird es dir auch leichter fallen, wenn du Worte, Handlungen, Taten, Aktionen wahrnimmst im Außen, die nicht der Liebe entsprechen. Es wird dir leichter fallen, dann in dich zu gehen und es für dich zu evaluieren, anstatt dir dann Informationsstränge anzuhören von außen, die rechtfertigen und kommentieren und interpretieren, wie du das Gesehene
wahrnehmen sollst. Wie du das Gesehene, Erlebte, Beobachtete, da draußen Gehörte, wie sollst du denn das auffassen? Denn ganz viel an Information geht darum, es geht um die Beeinflussung deiner Gedanken dahingehend, wie du Dinge sehen sollst. Ja, und das ist jetzt einfach so. Also da brauchen wir auch gar nicht dagegen angehen und sagen, ja, und die manipulieren so und dieses und jenes. Es ist jetzt gerade so, wie es ist. Aber dennoch bist du ein eigenständiges menschliches Wesen. Und je mehr du dir bewusst bist, was du bist, Seele, ewig, ja, in dieser Inkarnation, desto irrelevanter wird das und desto weniger Griff hat es auch um dich, desto weniger Einfluss und Macht, weil du nach innen gehst, um zu evaluieren, wie du darüber denken sollst, wie du darüber fühlst. Das findest du nicht, indem du zuhörst, wenn dir jemand sagt, wie du das sehen sollst, wie du das interpretieren oder fühlen sollst, sondern vertraue dem, was da tatsächlich in dir ist. Und viele, viele, viele haben diese Verbindung dahinein verloren und verlassen sich nur noch auf die Anleitung von außen, wie sie denn die Dinge sehen sollen, interpretieren sollen, was sie für wahr und für nicht wahr erachten sollen. Und da möchte ich alle ermutigen, die vielleicht das Gefühl haben, ja, das könnte ich sein, komm zurück zu dir. Und diejenigen von euch, die da schon sind, euch möchte ich sagen, bleibt dabei, fühlt es stärker, denn ihr seid auf dem richtigen Weg. Gleicht das ab im ersten Schritt mit eurer Essenz, mit der Liebe. Ist das der Liebe entsprechend oder nicht? Und dann entscheide du, was du damit machst. Ja, auch nicht unbedingt urteilend, nur feststellend und dann schau, wenn das nicht liebevoll und nicht der Liebe entsprechend ist, will ich mich davon nicht leiten lassen. Ich entscheide mich für andere Verhaltensweisen, ich entscheide mich für eine andere Haltung, ja, die dann aber nicht dagegen geht und versucht, alle zu reformieren und alle zu beeinflussen. Hey, seht ihr denn nicht das? Sondern die es verkörpert, dass du dann deine Wahrheit entsprechend der Liebe, sage ich jetzt mal, verkörperst, lebst. Da musst du nicht viel reden. Ja, da musst du nur schwingen. Schwingen auf dieser Frequenz. Der Wahrheit, der Ehrlichkeit, der Offenheit und der Liebe. Okay? Ich wünsche euch für heute einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.